Morgen. Guten Morgen. Wir haben heute den Kultur- und Medienministerrat und es geht um die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit der Kreativwirtschaft, aber natürlich auch einmal mehr um Kulturgutschutz. Und ich bin sicher, auch aufgrund einer italienischen Initiative wird es und aufgrund unserer um die Portfoliobenennung gehen, auch des Kulturressorts. Und ich bin im regelmäßigen Kontakt mit der Ursula von der Leyen und sehr zuversichtlich, dass die Kultur eine angemessene Würdigung auch bei der Portfoliobenennung bekommen wird. Außerdem unterstütze ich meinen französischen Kollegen Franck Riester dabei, die Umsetzung des Leistungsschutzrechts und der Verlegerbeteiligung vorzuziehen, wenn es um die nationale Umsetzung der Urheberrechtsrichtlinie geht. Also wir haben eine ganz spannende Sitzung, glaube ich. Welche Erwartungen haben Sie denn an die Kommission von der Leyen? Es geht ja nicht nur um den Namen, sondern auch um praktische Politik. Muss da mehr kommen? Ich finde, dass die Vorgespräche im Moment ganz erfolgversprechend verlaufen. Ich freue mich auch auf Maria Gabriel als Kommissarin für unser Portfolio. Und aufgrund mehrerer Gespräche habe ich den Eindruck, dass tatsächlich auch eine Schärfung des Profils in Sachen Kultur und auch Medien da noch einmal geprobt worden ist und nächste Woche auch, denke ich, öffentlich gemacht werden wird. Glauben Sie, dass die Kultur im mittelfristigen Finanzrahmen ausreichend vertreten ist? Da gibt es ja Verzögerungen. Es sind 600 Millionen für 7 Jahre, ist nicht besonders viel. Ich finde auch, also Creative Europe könnte besser ausgestattet sein. Und was ich manchmal schade finde, ist, dass wir immer so einen starken Fokus auf die Kreativwirtschaft legen, also das Anwendungsorientierte und nicht auf die klassischen Kulturprofile, weil in einer Zeit, in der man nach Identität sucht und in der auch die Brückenbauerfunktion der Kultur notwendig ist, denn je ist in den einzelnen nationalen Gesellschaften, aber auch was Europa als Ganzes angeht, würde ich mir da einen stärkeren Fokus wünschen. Und das geht natürlich auch nur mit entsprechend viel Geld. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass kurzfristig Programme wie zum Beispiel ECHI, also da ist ein Kulturerbejahr, dann doch möglich geworden ist, relativ kurzfristig auch vernünftig mit Geld unterlegt wurde. Und deshalb werden wir weiter auch für konkrete Programme uns hier im Kulturministerrat einsetzen.